Mittelfurt, was hast du, mein Kleiner? Ach, das war nur ein böser Traum. Jetzt ist ja alles wieder gut. Versuch weiter zu schlafen, mein Junge. Großvater? Aha. Was wäre, wenn dem Saurierfelsen etwas zustoßen würde? Was meinst du damit? Irgendetwas Schlimmes. Zum Beispiel, wenn er zerbricht oder irgendjemand ihn zerstören würde. Was weiß ich? Ach, das wird nie passieren, weil der Geist des einsamen Dinosauriers über den Saurierfelsen wacht. Aber es ist viel zu spät für Geschichten. Schlaf endlich, mein Kleiner. Yeah. Einfach nur Pech. Unglück. Unglück? Ja, so wie du gesagt hast, seit wir vom Saurierfelsen zurückgekommen sind. Ich nicht gesagt Unglück, ich nur gesagt Pech. Ducky, was ist denn mit deinem Schnabel passiert? Ich habe ihn in einen Bau von bösen, pieksenden Summenbienen gesteckt. Und was ist mit Spikys Schwanz? Na, das Gleiche. Du siehst, wir sind vom Pech verfolgt. Ach, das doch nicht weiter als Zufall. Ah! Ah! Ich weiß nicht, Littlefoot. Vielleicht ist an deiner Geschichte was dran. Na, was hältst du davon, Zera? Mein einziges Unglück war, dass ich auf diese beiden durchgeknallten Zwillinge aufpassen musste. Und jetzt behandelt mich mein Vater wie ein Baby. Ciri! Du hause den! Puppi, treib ihn gleich! Dein Vater will, dass du sofort nach Hause kommst. Verstehst du, was ich meine? Jetzt passen die auf mich auf! Es ist so, wie Großvater gesagt hat. Wenn irgendwas mit dem Saurierfelsen passiert, bricht Unglück über das ganze große Tal herein. Kann sein, aber bis jetzt sind wir die Einzigen, die Unglück haben. Ja, aber was ist, wenn die anderen jetzt auch vom Pech verfolgt sind? Dann sind wir schuld daran. Das ist sehr ernst, Langhals. Wie kommt es, dass unser Wasserloch ausgetrocknet ist? Vielleicht hat das letzte Erdwackeln die Erde aufgerissen und das Wasser ist abgeflossen. Ich meine, Wasser kann doch nicht einfach so. Bitte, bitte beruhigt euch, meine lieben Freunde. Es gibt immer noch genügend Wasser bei uns im großen Tal. Ja, aber diese Wasserstelle war die kühlste und sauberste von allen, das weißt du doch. Warum musste ausgerechnet diese Wasserstelle hier austrocknen? Es ist ein großes Unglück, wenn ihr mich fragt. Hallo, Doc. Was dagegen, wenn ich dir Gesellschaft leiste? Ganz und gar nicht. Hey, Doc. Kann man vom Unglück verfolgt sein? Oh ja, das kann man wohl. Stell dir vor, man hat besonders viel Pech. Wie kann man das ändern? Tu, was du kannst und akzeptiere, was du nicht kannst. Dann kann man eine Pechsträhne beenden, wirklich, aber wie? Wenn es ein Problem gibt, versuch es zu lösen. Wenn es nicht geht, dann muss man manchmal eben einfach weiterziehen. Oh, aber was ist, wenn man nicht weiterziehen will? Du fragst den falschen Langhals, Junge. Ich bin ein Einzelgänger, ich habe immer so gelebt. Das Tal ist wunderschön, aber es gibt andere, die genauso schön sind. Ich habe immer gemacht, was ich wollte. Bin weitergezogen und habe nach einem noch schöneren Ort gesucht. Fühlst du dich denn niemals einsam? Manchmal schon. Aber manchmal nervt mich auch zu viel Gesellschaft. Seit ewigen Zeiten ist es mein Schicksal, umherzuziehen. Und jetzt bin ich zu alt, um mich zu ändern.